Dieser Film beginnt mit unserer Fahrt von Windhoek zum Sossusvlei. Die Strecke ist mit rund 330 Kilometern für namibische Verhältnisse nicht so wirklich lang. Aber zwischendurch braucht jeder mal eine kleine Pause. Und dafür ist Connys Restaurant und Coffeeshop der perfekte Ort. Das Café selbst ist dann richtig schön. Und der Inhaber ist ein echt uriger Typ. Er kann einem Geschichten erzählen, da möchte man gar nicht mehr aufhören zuzuhören. Nach einer wirklich sehr entspannenden und kurzweiligen Pause ging es für uns drei dann weiter in Richtung Sossusvlei. Die Fahrt führte uns durch wirklich wunderschöne Landschaften. Und natürlich haben wir unterwegs dann auch das eine oder andere Tier zu sehen bekommen. Der größte Teil der Strecke führte dann über sogenannte Schotterpisten. Aber die sind in einem wirklich guten Zustand. Und man kann wirklich problemlos mit 120 Stundenkilometern fahren, ohne dass man Angst um die Reifen bekommen müsste. Im Sossusvlei Camp angekommen, muss man sich zunächst einmal anmelden und die Entrance Fee bezahlen. Ähnlich wie im Etosha Nationalpark, so haben wir uns auch hier im Sossusvlei für eine Unterkunft in einem der staatlichen Rastlager entschieden. Aber die Sossus Dune Lodge war dann wirklich schon weit mehr als eine einfache Lodge. Mit unseren Bungalows hier waren wir jedenfalls mehr als nur zufrieden. Ein Sonnenuntergang in dieser wüstenähnlichen Landschaft ist dann wirklich einfach nur traumhaft schön. Nicht nur die Sonnenuntergänge sind in Namibia wunderschön. Auch die Abendstimmungen und die Farben des Abendhimmels sind einfach unschlagbar. Das setzt sich dann aber auch nach Einbruch der Dunkelheit fort, wenn nach und nach alle Sterne am Firmament erscheinen. Für uns hieß es jetzt erst einmal gut frühstücken, denn wir hatten wirklich jede Menge vor an diesem Tag. Unseren ersten Stopp machten wir dann am Sesrim Canyon. Der Name Sesrim ist aus der Sprache Afrikaans und heißt auf Deutsch übersetzt nichts anderes als sechs Riemen. Vom Sesrim Canyon aus ging es dann weiter ins Sossusvlei. Der größte Teil der Straße, die durch das Sossusvlei hindurchführt, ist asphaltiert. Und so kann auch jeder, der nur mit einem normalen PKW unterwegs ist, sich diese landschaftlichen Schönheiten ansehen. Auch die Zufahrten zu den Dünen sind problemlos mit einem normalen PKW zu bewältigen. Knappe 12 Kilometer vor dem Ende der asphaltierten Straße befindet sich die Einfahrt zur Düne 45. Aber letzten Endes egal, ob man nun die Düne 45 besteigen will oder den Big Daddy. Eine der beiden Dünen sollte man auf alle Fälle hinaufwandern. Es ist nämlich ein unvergessliches Erlebnis. Auch wenn die Düne 45 nicht mal ansatzweise so hoch ist wie Big Daddy. Auch bei der Besteigung dieser Düne sollte man natürlich ausreichend viel Trinkwasser dabei haben. Will man keine der beiden Dünen hinaufwandern, dann reicht für das Sossusvlei in der Regel ein guter halber Tag. Will man eine oder vielleicht sogar beide Dünen hinaufwandern, sollte man für das Sossusvlei
einen kompletten Tag einplanen. Die Landschaft hier ist einfach unvorstellbar schön. Und keine Kamera kann die Farben, wie man sie hier mit eigenen Augen sieht, auch nur ansatzweise richtig wiedergeben. Die asphaltierte Straße endet dann allerdings nach knappen 60 Kilometern. Und hier an diesem Punkt ist dann für jeden normalen PKW definitiv Schluss. Weiter geht es damit nicht. Wer sich dann auch noch das Deadfly ansehen will oder gar auf Big Papa hinaufwandern möchte, also auf eine der größten Dünen in diesem Areal, kommt um einen Geländewagen nicht herum. Und wer da auch immer versucht, mit einem normalen PKW über diese Sandpisten zu fahren, dem droht unter Umständen sogar eine recht hohe Geldstrafe. Aber auch für alle, die mit einem ganz normalen PKW hierher gekommen sind, gibt es eine Lösung. Vom Parkplatz am Ende der asphaltierten Straße aus starten nämlich regelmäßig Shuttlebusse. Und die sollte man dann tunlichst auch nutzen. Nach knapp 7 Kilometern ist auf diesem Parkplatz dann aber auch für Geländewagen Schluss. Wer sich das Deadfly ansehen will oder wer auf die Big Daddy Düne hinaufwandern möchte, für den gibt es dann nur noch den Fußweg. Man sollte für diesen Spaziergang dann auch mindestens 2 Stunden an Zeit einplanen. Wir hatten einen doch wirklich sehr schönen Tag im Sossus Flay. Aber selbst wenn man die Dünenlandschaft verlassen hat, beeindruckt einen immer noch die Namib als solche. Viel schöner als hier geht es wirklich nicht mehr. Erst am ganz späten Nachmittag machten wir drei uns dann wieder auf den Rückweg zu unserem Quartier, zur Sossus Dune Lodge. Wir haben uns hier in dieser Lodge wirklich richtig wohl gefühlt. Und ganz besonders haben wir hier natürlich die Abendstimmung genossen. Und es wurde natürlich wieder ein traumhaft schöner Sonnenuntergang. In einem Namibia-Urlaub heißt es grundsätzlich ganz früh morgens aufstehen. Am nächsten Morgen ging es für uns drei dann direkt nach dem Frühstück ins Auto. Denn vor uns lag nun eine doch etwas längere Tour. Vom Sossus Flay aus bis nach Lüderitz sind es nämlich etwas mehr als 500 Kilometer. Die ersten Kilometer südlich von Zesrim sind dann nicht wirklich gut zu befahren. Das, was hier wie eine Festung aussieht, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Luxus-Lodge. Die Le Mirage Desert Lodge zählt mit zu den ersten Adressen in dieser Gegend. Wir haben dann während dieser Fahrt fast schon mehr Oryx-Antilopen gesehen, als während unserer 5 Tage im Etosha Nationalpark. Natürlich haben Tiere auch hier immer und überall Vorfahrt. Wir hatten immer einige Sachen dabei, die die Menschen hier gut gebrauchen können. Und so machten wir unterwegs dann auch noch ein älteres namibianisches Ehepaar glücklich. Je näher man dann der asphaltierten Straße kommt, die Keetmanshoop mit Lüderitz verbindet, umso häufiger wird man Wildpferden begegnen. Dafür braucht man dann allerdings ein klein wenig Glück und vor allem jede Menge Geduld. Wer für seinen Namibia-Urlaub lediglich 2 Wochen zur Verfügung hat, wird sich wahrscheinlich eher Swakopmund und Walvis Bay ansehen. Aber jeder, der etwas mehr Zeit zur Verfügung hat, sollte sich definitiv
auch mal Lüderitz ansehen. In Lüderitz gibt es dann nur verhältnismäßig wenige Hotels. Dafür allerdings gibt es dann umso mehr Gästehäuser. Hier hat man wirklich die Qual der Wahl. Und wir waren mit unserer Unterkunft durchaus sehr zufrieden. Platz genug hatten wir hier jedenfalls. Unser kleines Häuschen lag nicht allzu weit vom Atlantischen Ozean entfernt. Und vom Balkon aus konnten wir an jedem Abend einen wunderschönen Sonnenuntergang miterleben. Und auf dem Balkon darf man dann sogar rauchen. Die Lage vom Starfish Guesthouse war für uns schlichtweg perfekt. Denn von hier aus konnten wir die ganze Stadt problemlos zu Fuß erkunden. Ähnlich wie Teile der Innenstadt von Windhoek und natürlich wie Swakopmund, so scheint auch Lüderitz ein einziges großes Freilichtmuseum deutscher Kolonialgeschichte zu sein. Und so trifft man hier folgerichtig immer noch auf eine große Anzahl von Menschen, die Deutsch mit einem reden. Ganz Lüderitz gleicht irgendwie einem überdimensionierten, großen Freilichtmuseum der deutschen Kolonialgeschichte. Und es ist sehr interessant, sich das mal in Ruhe anzusehen. Die Stadt ist extrem sauber und ordentlich. Und zumindest tagsüber ist Lüderitz eine doch sehr sichere Stadt. Nicht nur die Bankgebäude in Lüderitz erinnern an die deutsche Kolonialzeit, sondern auch die Apotheken in der Stadt. Auch das Bahnhofsgebäude hier stammt noch aus der Zeit, als Namibia eine deutsche Kolonie war. Früher führte die Bahnstrecke von Lüderitz aus bis nach Keetmanshoop. Heutzutage ist allerdings in Seeheim Nord Endstation. Wie sehr die alten deutschen Kolonialbauten auch heutzutage noch das Stadtbild von Lüderitz prägen, ist schon wirklich enorm. Was uns hier in Lüderitz ganz besonders beeindruckt hat, war der doch sehr gute bauliche Zustand der meisten Kolonialgebäude. Alle von den Deutschen gebauten Kolonialgebäude weisen die für Deutschland typischen Spitzgiebeldächer auf. Gebaut für den Schnee, der hier niemals fiel. Das Wahrzeichen von Lüderitz schlechthin ist die Felsenkirche. Und die sollte man sich wirklich unbedingt mal ansehen. Die Kirche befindet sich auf einem Steinberg im Südwesten der Stadt. Von hier oben aus hat man dann auch einen traumhaft schönen Blick auf das Lüderitz Nest Hotel und auf den Atlantischen Ozean. Geht man von der Felsenkirche aus rund 150 Meter über die Kirchstraße in Richtung Innenstadt, dann kommt man zu einem ganz besonders schönen Stadtviertel. Hier befinden sich dann auch die definitiv schönsten und am besten erhaltenen Kolonialgebäude. Alleine schon die farbliche Gestaltung und die unterschiedliche Bauweise dieser Häuser bietet ein einzigartiges Ensemble. In Deutschland wäre das aus baurechtlichen Gründen heutzutage gar nicht mehr möglich. Es kommt gar nicht einmal so selten vor, dass es in Lüderitz einen Sandsturm gibt. Aber auch so etwas muss man einfach mal miterlebt haben. Autofahren solltet ihr dann aber während eines solchen Sandsturms nach Möglichkeit nicht. Die meisten Touristen, die nach Lüderitz fahren, kommen dann wegen einer Geisterstadt hierher.
heutzutage kaum noch vorstellbar. Aber zwischen 1908 und 1913 war Kolmanskop eine der reichsten Städte Afrikas. Nach etwas mehr als zwei Jahrzehnten waren die Diamantenfelder rings um Kolmanskop dann aber erschöpft. Und die Diamantensuche fand danach wesentlich weiter südlich statt. Die Stadt begann immer mehr zu verfallen. Und die Wüste tat ein Übriges. Denn sie holte sich Haus für Haus wieder zurück. Kolmanskop wurde zu einer Geisterstadt. Erst Mitte der 1990er Jahre begann man dann damit, aus der Geisterstadt eine Art Museumstadt zu machen. Und ich finde, das hat sich wirklich richtig gelohnt. Wer plant, sich Kolmanskop einmal etwas näher anzusehen, sollte immer daran denken, dass man lediglich an den Vormittagen hier hineingelassen wird. Wer gerne nachmittags wegen des besseren Lichtes zum Filmen und Fotografieren hierher kommen möchte, braucht eine Sondergenehmigung. Die kann man allerdings in Lüderitz problemlos kaufen. Zu den regulären Öffnungszeiten von Kolmanskop finden hier dann auch Führungen statt. Und es ist durchaus sehr interessant, eine solche Führung mal mitzumachen. Aber Vorsicht, die Führung gibt es nur in englischer Sprache. Ihr dürft Kolmanskop auf gar keinen Fall in Richtung Süden verlassen. Auch nicht zu Fuß von der Geisterstadt aus. Denn kurz hinter Kolmanskop beginnt auch heutzutage noch das Diamantsperrgebiet. Da es in diesem Teil Namibias doch verhältnismäßig häufig richtig heftige Sandstürme gibt, waren bedauerlicherweise nicht mehr alle Häuser hier in Kolmanskop zu restaurieren. Das ist schade, aber man bekommt trotzdem einen guten Einblick in die Geschichte dieser Stadt. Auch an der Ausfahrt von Kolmanskop wird man auf gut Deutsch verabschiedet. Für uns ging es dann von hier aus weiter zum Fish River Canyon. Die Straße ist zwischen Lüderitz und Keetmanshoop vollständig asphaltiert. Und sie ist in einem sehr guten Zustand. Und auf diesem Weg sind wir dann natürlich wieder am Wild Horses Viewpoint vorbeigekommen. Auch an diesem Tag hatten wir hier das richtig große Glück, wieder einige Wildpferde vor die Kameras zu bekommen. Und so viele Tiere es in Namibia auch gibt, den wilden Pferden der Namib zu begegnen, ist immer wieder ein absolutes Highlight. Von den Wildpferden der Namib aus ging es für uns drei dann wieder ein Stück weit zurück in die deutsche Kolonialzeit. Am Stadtrand von Aus findet man dann auch ein Denkmal zu Ehren von Kaiser Wilhelm II. Dieses Denkmal wurde im Jahr 1930 von den damaligen deutschen Bewohnern der Stadt errichtet, um an das 25-jährige Kronjubiläum des deutschen Kaisers Wilhelm II. Zu erinnern. Es war Trockenzeit in Namibia, also Winter. Aber auch während der Wintermonate fährt man schon mal durch den einen oder anderen Wasserlauf hindurch. Dann trafen wir wieder einmal auf ein Stück deutscher Kolonialgeschichte. Diese deutschen Soldatengräber sind auch nach 117 Jahren immer noch sehr gut gepflegt. Angesichts solcher Filmausschnitte wird jeder von euch bestimmt gut verstehen können, dass Autofahren in Namibia richtig viel Spaß macht.
Durch die traumhaft schöne Landschaft Namibias hindurch ging es für uns dann weiter zum Camp Hobas. Es handelt sich dabei um ein staatliches Rastlager. Das heißt, die Einrichtung ist verhältnismäßig spartanisch. Aber das Camp Hobas liegt nun mal am nächsten, am Fish River Canyon. Warmen Apfelstrudel bekommt ihr hier dann auch. Etwas anders sieht es dann mit dem Internet aus. Wir konnten uns hier an diesem Tag jedenfalls nicht ins Netz einloggen. Auch hier, in unmittelbarer Nähe des Fish River Canyons, ist die Abendstimmung einfach fantastisch. Da will man eigentlich gar nicht mehr schlafen gehen. Für uns drei hieß es dann zunächst einmal gut frühstücken, denn vor uns lag ein doch recht langer Tag. Der Fish River Canyon ist mit einer Länge von rund 160 Kilometern und einer Breite von bis zu 27 Kilometern der zweitgrößte Canyon der Welt. Der größte Canyon unseres Planeten ist dann allerdings der Grand Canyon in Arizona. Dort werdet ihr es allerdings wohl kaum an einem einzigen Tag so menschenleer sehen, wie wir es hier am Fish River Canyon gesehen hatten. In den Canyon hinuntersteigen darf man heutzutage leider nicht mehr. Dafür aber kann man heutzutage eine sogenannte Hiking-Tour buchen. Das heißt, man geht hier genau an dieser Stelle in den Canyon hinunter und wandert dann geführt durch den gesamten Canyon hindurch 70 Kilometer weit in Richtung Süden bis nach Ayais. Diese Tour dauert dann, je nach Veranstalter, zwischen 4 und 5 Tagen. Im Canyon selbst kann es dann, vor allem während der namibischen Sommermonate, also von Dezember bis Februar, schon mal recht heiß werden. Temperaturen von 50 Grad Celsius im Canyon selbst sind dann keine Seltenheit. Wer also während des namibischen Sommers eine Hiking-Tour durch den Canyon plant, sollte wissen, worauf er sich dabei dann einlässt. Der Fluss am Grunde des Canyons, also der Fish River, ist mit einer Länge von über 650 Kilometern der längste Fluss Namibias. Während der Trockenzeit, also während des europäischen Sommers, führt der Fish River heutzutage allerdings kaum noch Wasser. Es schien fast schon so, als wäre dieser Köcherbaum mit einer metallisch glänzenden silbernen Farbe gestrichen worden. Aber das Ganze war natürlich Natur pur. Und der Kontrast zum tiefblauen Himmel war dann einfach nur genial schön. Köcherbäume sind übrigens keine Bäume, sondern vielmehr eine Aloeenart. Für uns ging es dann zunächst einmal zurück zum Hobas Camp. Noch eine Nacht verbringen wollten wir hier aber nicht unbedingt. Und so fuhren wir durchs Camp lediglich hindurch, um zu unserem Hotel zu kommen. Das Canyon Roadhouse ist mal eine ganz andere Unterkunft, als man sie sonst in Namibia findet. Hier fühlt man sich dann nämlich eher so ein klein wenig wie im mittleren Westen der USA. Oder wie in einem Oldtimer-Museum. Das Canyon Roadhouse ist wirklich echt urig. Hier dreht sich wirklich alles um Autos. In welcher Form und in welchem Zustand auch immer. Und das gilt dann natürlich auch für den Rezeptionsbereich und die Restaurants. Die Anlage selbst ist dann sehr großzügig und weitläufig gestaltet.
und sie fügt sich perfekt in die Landschaft ein. Auch mit unseren Zimmern waren wir hier mehr als nur zufrieden. In der weitläufigen Anlage gibt es dann auch einen, verhältnismäßig kleinen Swimmingpool. Aber für eine kurze Abkühlung reicht das vollkommen aus. Worauf man sich hier dann richtig freuen kann, ist das Abendessen. Die Auswahl an Speisen ist reichlich und das Essen hier ist sehr, sehr gut. Man fühlt sich im Canyon Roadhouse vom allerersten Moment an einfach nur pudelwohl. Das Frühstücksbuffet gibt es hier dann standesgemäß auf den Autos. Und es ist durchweg gut, was hier angeboten wird. Uns hat es jedenfalls hervorragend geschmeckt. Um die Mittagszeit herum hieß es dann für uns drei, Koffer packen, Koffer einladen und dem Canyon Roadhouse Lebewohl sagen. Vor uns lag an diesem Tag die kürzeste Etappe des gesamten Urlaubs, denn zwischen dem Fish River Canyon und Ayais liegen gerade einmal knappe 80 Kilometer. Ganz besonders interessant war dann diese Begegnung mit einer Straußenfamilie. Die Strauße lieferten sich nämlich anfangs ein kleines Wettrennen mit uns. Außer dieser Straußenfamilie sahen wir während der Fahrt dann natürlich auch wieder einige Oryx-Antilopen. Parallel zum Fish River Canyon ging es für uns drei weiter in Richtung Ayais. Ganz im Süden wird die Landschaft in Namibia dann regelrecht bizarr. Aber ich finde, auch eine solche Landschaft muss man genießen können. Schließlich erreichten wir die Zufahrt nach Ayais. Und auch hier hatte ich für uns unsere Unterkunft wieder in einem staatlichen Rastlager gebucht. Hier in Ayais hat man aber auch gar keine andere Möglichkeit, denn das staatliche Rastlager ist die einzige Unterkunftsmöglichkeit weit und breit. Ayais ist wegen seiner heißen Thermalquellen weit über die Grenzen Namibias hinaus bekannt. Es ist gewissermaßen ein einziges großes Thermalbad. Es gibt hier dann nicht nur einen Außenpool. Das heiße Thermalwasser speist hier nämlich auch einen Indoorpool. Und den wollten wir drei uns jetzt auf alle Fälle einmal ansehen. Zumindest für den kleinen Hunger zwischendurch kann man hier im Restaurant einige Kleinigkeiten bestellen. Größere Menüs muss man dann allerdings, wenn man sie haben will, tatsächlich selber kochen. Das Restaurant schließt dann auch schon bereits um 17 Uhr. Besonders während des Sommers in Namibia leben hier in Ayais teilweise mehr Paviane als Menschen. Haltet ein wenig Abstand zu den Tieren und vor allem verschließt eure Bungalows gut, denn Paviane sind sehr neugierig. Man kann natürlich auch von hier unten aus die 5-Tages-Wanderung durch den Canyon machen. Die endet dann eben an dem Hiking Point des Fish River Canyons, den ihr ja einige Minuten zuvor habt sehen können. Diese Touren werden dann allerdings nur in den Monaten Mai bis August angeboten. Außerhalb dieser Zeit ist es im Fish River Canyon einfach viel zu heiß. Die Temperaturen erreichen locker 50 Grad Celsius.
und das Risiko, dass Wanderer dabei dann komplett dehydrieren, ist den Veranstaltern einfach viel zu groß. Schon ein zweistündiger Spaziergang durch den Sand des Canyons ist ziemlich anstrengend. Auch der Swimmingpool bringt hinterher keine wirkliche Abkühlung. Denn wie gesagt, das Wasser hier stammt aus den Thermalquellen. Am nächsten Morgen hieß es dann für uns, noch vor dem Sonnenaufgang aufstehen. Nachdem wir unser Auto eingeladen hatten, machten wir uns auf den Weg. Vor uns lag an diesem Tag eine doch etwas längere Strecke. Und vor allem vor uns lag der Grenzübergang von Namibia nach Südafrika. Insgesamt hatten wir gute 450 Kilometer vor uns. Die Straßen in Namibia ließen sich auch hier natürlich wieder perfekt fahren. Denn selbst auf den Schotterpisten in diesem Land kommt man immer noch schneller weg als auf jeder Bundesstraße in Deutschland. Schließlich erreichten wir den Oranje River. Und dieser Fluss bildet die Grenze zwischen Namibia und Südafrika. Die nächsten 30 Kilometer, oder mit anderen Worten die ersten 30 Kilometer in Südafrika, waren dann echt irgendwie die Hölle. Der Zustand der Schotterpisten hier war absolut katastrophal. Am späten Nachmittag erreichten wir dann nach einer gut siebenstündigen Autofahrt den Ogrobis Falls National Park. Auch hier hatte ich mich wieder für eine Unterkunft in einem staatlichen Restcamp entschieden. Diesmal allerdings ausschließlich aus dem Grunde heraus, dass das hier die einzige Unterkunft war, die direkt und fußläufig an den Ogrobis Waterfalls liegt.